Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24. Was ist denn da los? Der Dow Jones fasst die 20.000-Punkte-Marke geknackt. Man feiert ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Ja, und in Deutschland der DAX, der dümpelt so ein bisschen hinterher. Auf Wochenbasis ein Plus von 1,8%. 11.404 Zähler, so der Schlusskurs auf Wochenbasis. Wir feiern hier neue Jahreshochs. Und das war die Marke 11.451 Zähler. Ja, woran liegt es denn, dass es in den USA so nach oben schnurrt und wir hier so ein bisschen rumdümpeln im Vergleich? Ja, zum einen die Rallye in den USA im Dow Jones viel früher gestartet. Zum zweiten die US-Notenbank, die hat die Zinsen angehoben wie erwartet. Das saugt Kapital an und das könnte schon unser drittes Problem sein. So zumindest mal meine persönliche Einschätzung, denn es gab Meldungen aus China, dass das Kapital so langsam aus China hinausrieselt, abfließt. Und das scheint den Chinesen momentan so ein bisschen Kopfzerbrechen zu bereiten. Denn es gab Meldungen, dass die chinesischen Devisenkontrolleure schon auch bei Auslandsfirmen Überweisungen ab 5 Millionen US-Dollar genehmigen. Früher waren es mal 50 Millionen US-Dollar. Und dazu kommen noch Meldungen, dass die chinesische Zentralbank Notkredite an Finanzinstitute vergeben hat. Händlern und Medien zufolge, allein in 2 Tagen wurden dort 86 Milliarden US-Dollar ins Finanzsystem gepumpt. Und das erinnert mich so ein bisschen an 2015. Da gab es identische Meldungen über das Jahr zum Sommer und zum Herbst hin, die Jahresendrallye hier gelaufen und dann im Januar, da gab es dann den Crash in China, das hat den DAX auch so stark nach unten gedrückt. Von diesem Minus versuchen wir uns ja hier noch momentan zu erholen, zumindest von den Abschlägen. Aktuell sieht es momentan im DAX aber gar nicht so schlecht aus. Wir schauen mal direkt drauf auf den Tageschart. Wir sehen es hier, wir sind nach oben ausgebrochen über die Marke 10.743, 10.800 Zähler. Wir hatten es beim letzten Mal hier im DAX besprochen, dass wenn wir hier nach oben rausschießen, nach oben ziehen, dass unsere Zielmarke so ungefähr bei 11.422 Zähler liegt mit dem neuen Jahreshoch. Bei 11.451 Zähler ist diese Marke jetzt auch abgearbeitet worden. Schieben wir weiter nach oben, dann weiteres mögliches Ziel hier mal oder Widerstandsziel bei 11.545 bis 11.817 Zähler. Nach Korrektur sieht es hier momentan zumindest in diesem Chartbild hier noch nicht wirklich aus. Sollte dieser dennoch kommen, dann hätten wir mal das 61er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung von 11.42 bis 11.451 mal bei 10.803 Zähler und darunter dann noch die wichtige Unterstützung hier bei 10.092 Zähler. Auch im Stundenchart sieht es nicht wirklich nach Korrektur aus. Auch hier sehen wir nochmal den Ausbruch über die Marke 10.743 und interessant ist hier mit Gelb eingezeichnet, dass selbst die kleinsten Korrekturen, wenn der Markt mal ein bisschen zurückgekommen ist, dann hier sofort die Käufer wieder in den Markt eingestiegen sind. Schubweise hat sich der DAX dann immer weiter nach oben geschoben, eben an diese 11.451 Zähler. Ein Korrekturziel wäre mal von hier 11.235 bis 11.451, das 61er Retracement bei 11.318 Zähler sollte es zu einer Korrektur jeweils kommen, schieben wir direkt nach oben durch, über 11.451, dann weitere mögliche Zielmarke und Widerstand bei 11.534 bis 11.668. Auf der Unterseite könnte es unterhalb von 11.235 Zählern etwas ungemütlicher werden, wenn wir hier durchschieben. Wir hatten hier eine weitere Konsolidierungsphase gehabt, dann weiteres Unterstützungsziel bei 11.142 bis 10.920 Zählern. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein geruhsames Wochenende, einen positiven Start in die neue Handelswoche und natürlich auch geruhsame Feiertage, geruhsame Weihnachten, besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle dann im Januar wiedersehen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.